Die Binnenschifffahrt hat insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden eine lange Tradition. Und seit Jahren ist der internationale Güterumschlag hier auf Wachstumskurs. Das spürt man auch bei der HGK Shipping GmbH. Da gab es Verschiebungen. Wir hatten früher viel Kohle auch im Inland. Jetzt importieren wir viel Kohle und alles geht natürlich über die Grenzen ins Land hinein und fertige Stoffe dann wieder aus dem Land hinaus. Also da ist gerade, was Im- und Export angeht, sehr viel gewachsen und sehr viel hat sich verändert durch die veränderlichen Waren. Wenn es darum geht, große Mengen an Waren aller Art zu transportieren, bleibt die Binnenschifffahrt unschlagbar. Besonders was den CO2-Ausstoß und den Energieverbrauch betrifft. Außerdem wird der Austausch zwischen den Behörden in beiden Ländern stetig verbessert. Verwaltungstechnisch gibt es natürlich bürokratische Hürden, die da sind. Es gibt Vorschriften, die in den anderen Ländern, in den Grenzländern anders sind als bei uns. Da muss man sich natürlich drauf einstellen. Aber man lernt mit den Zeiten und auch da hat die Digitalisierung geholfen. Man kann Dinge einfacher und schneller beantragen oder durchsetzen. Und vieles wird mittlerweile auch zusammen festgelegt. Im Vergleich zu früheren Zeiten ist die Grenzüberquerung viel unkomplizierter geworden. Das merken auch die Leute im Arbeitsalltag, welche die Waren bewegen. Zum Beispiel der Schiffsführer Holger Wrede. Zollmodalitäten haben wir so nicht mehr, aber wir müssen sagen, von wo wir kommen, wo wir hinfahren, ob wir leer oder beladen sind, wenn wir beladen sind, was für Fracht wir haben, welche Tonnage. Und dann ist das auch schon erledigt. Also diese Grenzmodalitäten, die es vor einigen Jahren noch gab, als wir wirklich aufstoppen mussten und ich kenne das noch von der polnischen Grenze, mussten wir komplett aufstoppen, kam der Zoll an Bord, wir haben die Papiere abgewickelt. Das war dann immer Aufenthalt von 1 bis 3 Stunden, je nachdem wie viele Schiffe da gerade waren an der Grenze. Das hat sehr aufgehalten und man sieht ja, dass es einfacher geht und der Verkehr dadurch wesentlich flüssiger und schneller abgewickelt werden kann. Die Strukturen in den Niederlanden machen es Herrn Wrede erfreulich einfach, seinen Beruf auszuüben. In den Niederlanden bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die Binnenschifffahrt in den Niederlanden hat einen ganz anderen Stellenwert. Das ist wahrscheinlich auch durch die geografische Lage und weil ja alles viel Wasser durchzogen ist und das Binnenschiff wahrscheinlich das schnellste und effektivste Verkehrsmittel in den Niederlanden ist. Ich werde gut beraten, es ist alles gut ausgeschildert. Die Binnenschifffahrt hat hier einen sehr hohen Stellenwert. Man sieht es daran, dass eben auch Feierabendstellen perfekt ausgestattet sind, auch mit, man kann dort Strom legen, dass man nachts keine Generatoren laufen lassen muss. Man hat vernünftige Anleger, sowas habe ich in Deutschland ehrlich gesagt noch nirgendwo gesehen. Und das eigentlich traurig, weil die Binnenschifffahrt in Deutschland in meinen Augen ja auch einen relativ hohen Stellenwert hat. Günstiger transportiert diese Massen niemand. Herr Wrede lobt die Zusammenarbeit mit den niederländischen Kollegen. Gerade bei der Kommunikation zeigt sich hier ein Phänomen, welches sich auch in anderen Bereichen im nachbarschaftlichen Zusammenleben beobachten lässt. Es ist sehr selten, dass die niederländischen Kollegen kein Deutsch können. Das ist eigentlich peinlich für uns. Wenn wir uns im Ausland bewegen, sollten wir schon etwas von dieser Sprache, auf jeden Fall das, was beruflich betrifft, beherrschen. Aber dafür war ich eigentlich in dieser Gegend zu wenig. Und bin aber ganz froh, wenn die niederländischen Kollegen mich dann auch auf Deutsch beraten können oder wenn wir uns da komplett auf Deutsch absprechen können. Das funktioniert aber im Großen und Ganzen sehr gut. Und man merkt es auch an den ganzen Ausbauten in den Niederlanden, dass es ist ein Schifffahrtsland, muss man so sagen. Also ist eine andere Hausnummer als in Deutschland. Dass das sprachliche Entgegenkommen nicht nur in eine Richtung läuft, daran arbeitet man zumindest bei der HGK. Sprache ist weiterhin immer noch ein Thema, also dass auch unsere Kollegen an Bord weiterhin Englisch lernen in der Schule und das auch weiterhin ein Thema bleibt, weil wir merken, dass die Kommunikation trotz Digitalisierung, trotz E-Mail-Verkehr immer noch am wichtigsten ist von Mensch zu Mensch. Und da können wir, glaube ich, alle immer noch weiter lernen und müssen alle immer weiter am Ball bleiben. Mit dieser Einstellung stehen die Chancen gut, dass die Binnenschifffahrt ein Erfolgsmodell bleibt.